Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video, ja, die 116, aber es läuft diesmal unter dem Namen Stellpult. Und zwar werden das so zwei, drei Folgen werden. Und vielleicht mal noch so am Ende des Ganzen, der ganzen kleinen Serie, die ich jetzt gerade mache, kommt noch mal eine Zusammenfassung. Das heißt, ich werde noch mal alles zeigen, aber ich weiß nicht wann. Also wartet nicht drauf und schaltet jetzt weg, sondern guckt einfach mal die Folge euch an. Ich würde mich natürlich darüber freuen und den YouTube-Algorithmus freut es natürlich auch, wenn ihr es euch anguckt. Und aber wie gesagt, ich bringe, wenn ich mal irgendwann fertig bin, viele Kleinigkeiten fehlen ja immer noch. Ich habe so für ein paar Ideen noch, was ich gerade gestaltungstechnisch machen möchte. Das kommt dann, wie gesagt, in einem Zusammenfassungsvideo und das will ich euch dann natürlich irgendwann mal zeigen. Das wird aber nicht sofort sein. Also wir werden erstmal die Folgen jetzt bringen und dann irgendwann, wenn ich auch den restlichen Teil der Elektronik fertig habe, dann werde ich euch das natürlich, wie gesagt, komplett mal zeigen, wie das Stellpult von A bis Z, weil ich es vielleicht nenne oder irgendwas in der Art. Und ja, wie gesagt, freut euch drauf. Wir haben, während ich hier gerade schwätze, im Hintergrund noch so ein bisschen gesehen, wie ich gerade, jetzt muss ich mal ein bisschen mit ins Video reingucken, dass ich nicht irgendwelchen Quatsch erzähle, die Folie noch aufliegen habe. Entschuldigt bitte. Die Folie noch aufliegen habe. Es ist ein bisschen schwer für mich, weil ich bin ein bisschen weiter hier mit dem Bauen, ist ja klar. Und ihr habt es ja im letzten Video vielleicht schon gesehen, wo ich da vor dem offenen Pult da saß. Also ich bin schon ein ganzes Eckchen weiter, als wir hier gerade sehen. Aber ich habe es euch halt nicht gezeigt. Ihr habt nur das offene Pult gesehen. Und wie ich das jetzt hier praktisch mache, wie ich die Gestaltung anfange, es war natürlich schwierig, sich das auszudenken. Es gibt ja keine Vorlage. Es ist ja nicht fertig irgendwo, wo ich was abgucken konnte oder in welcher Form auch immer. Ich habe das auch so noch nicht gesehen, wie ich das jetzt hier mache. Und ich habe zwar viele interessante Videos schon gesehen, wie Stellpults gebaut werden, aber ich habe hier mal versucht, das Ganze ein bisschen anders aufzuziehen. Und vor allem, was mir wichtig war, ihr seht ja hinten den Schlitz, wo praktisch die Schublade ist, die ich jetzt gerade ein Stückchen rausgezogen habe. Das Ganze muss danach unter diese knapp, na ich sag mal 2 cm reingeschiebbar sein. Deswegen sage ich immer, 17 mm darf das Ganze Dings nur hoch sein, weil man es vielleicht nicht ganz geschlossen hat, man so 3 mm Spiel. Das ist wie auf meiner ganzen Anlage. Ich baue alles sehr, sehr eng und alles sehr, sehr knapp. Aber ja, ist ja egal. Wichtig ist, dass alles zum Schluss funktioniert und ich musste hier die Herausforderung natürlich, der Herausforderung Herr werden, dass alles auf diesen engen Platz reinpassen muss, aber das zeige ich euch natürlich alles noch in den Videos jetzt, was da alles so kommt. Jetzt sind wir erstmal bei der Gestaltung von außen. Ich bin ein bisschen verschnupft, tut mir leid, kann ich nicht ändern, muss in die alten Klimaanlagen irgendwann dauernd sein. Und ja, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich es jetzt schön beklebt und zwar habe ich das mit einem sogenannten Masking Tape gemacht. Das heißt, dieses Masking Tape, das konnte man auch bogenförmig kleben und die Bögen, die wir da hinten sehen, wo ich gerade da so am Arbeiten bin, das ist ja so diese Schleife hinten hinter meiner Fabrik lang unten zum Bahnhof runter und die da habe ich immer hier irgendwas aufgesetzt, in so eine Dose oder was weiß ich, und habe das dann so drumherum kleben können. War eine wunderbare Sache übrigens, wenn man da eben schöne Kreise hinkriegen will, wie da vorne. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da aufgesetzt habe. Das ist praktisch meine Wendel. Oh Gott, das ist alles eine deutsche Sprache. Und ja, da habe ich das, wie gesagt, aufgesetzt und habe dann so einen schönen Bogen oder habe das in zwei Bögen machen können, dass ich das da unten rund hinbekommen habe. Und ihr seht, wenn ich jetzt immer mit dem Bastelmesser so ein bisschen schnitze, das hat den Grund, dass ich kein Band doppelt liegen haben will. Wenn man das Band doppelt liegt, jetzt hier auf den Aufkleber doppelt ist praktisch, dann wird es an dieser Stelle, ja, nicht nur, weil es dicker ist und erhaben ist, sieht das ein bisschen blöd aus, sondern es ist auch eine andere Farbe. Es sieht dann irgendwo kräftiger aus, wenn man die Bänder doppelt klebt, weil das Schwarze wahrscheinlich immer noch so ein kleines bisschen durchscheint. Und da, wie gesagt, schneide ich das mal schön vorsichtig ab. Ich schneide das im aufgeklebten Zustand ab, weil du kriegst die Kante einfach besser hin. Das ist eine ganz einfache Geschichte, es macht sich viel, viel einfacher. Die Herausforderung bei dem Ganzen war ja sowieso, 5 Stunden lang, ja, ist tatsächlich so. Ich habe Stunden daran gesessen, das halbwegs zusammenzukriegen, dass es irgendwo vernünftig aussieht. Jetzt kam die nächste Herausforderung.
ist ja schön, wenn ich das Band da drauf geklebt habe, aber ich muss ja irgendwas schaffen, wo die LEDs noch drin sind und wo auch die Taster sich drin befinden. Also ich will das nicht einfach von unten reinbohren und oben mit der Mutter da die Taster aufschrauben, dass das vielleicht sogar noch so silbern glänzt von dem Rand oder geschweige denn die Mutter. Und das sieht alles irgendwie ein bisschen doof aus. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kriege ich das Ganze hin? Habe mir jetzt hier, weil ich, wie ich auch hier gerade schreibe, sonst nur in Schwarz drucke. Also egal, was ich mal herstelle für meine Eisenbahn oder für irgendwas anderes, ich drucke es in Schwarz. Da habe ich mir diese Teile hier entworfen. Entschuldigung, das ist wie gesagt Schnupfen. Und habe mir links, das sind so kleine Blenden, und das große hier, das sind Bohrschablonen. Diese Bohrschablonen habe ich mir entworfen, weil wenn ich jetzt diese Blenden aufsetzen möchte, ich brauche also zwei Löcher nebeneinander. Das heißt, ich habe einmal das Loch für den Taster und einmal das Loch für den für die LED. Und muss im Grunde genommen das wirklich nebeneinander hinkriegen. Und ihr wisst ja selber, bohren, das schlüpft schnell mal weg. Da hast du irgendwelche Sachen da und dann ist alles schief und krumm und wie auch immer. Und das passt gar nicht. Jetzt seht ihr gerade, wie ich die LED da reinmache. Die passt also ganz genau in das Loch da rein, sogar relativ straff. Das war also Absicht. Weil die Blende später, ihr seht es, jetzt habe ich sie mal so ein bisschen zusammengesetzt. Die Blende muss ja später auch halten. Ich kann ja nicht mit Kleber rumpanschen und wie auch immer und dann sieht das alles hässlich aus, sondern ich nutze die LED mit, um die Blende an meinem Stellpult, an meinem Gleisbildstellpult zu halten irgendwo. Und da habe ich mir jetzt die passenden Bohrer rausgesucht, die einen Zacken größer sind, aber immer noch klein genug, dass alles verborgen ist. Und die Löcher, die Bohrer, jetzt habe ich mich verhaspelt, der blöde Schnuppen. Jetzt weiter. Und zwar die Löcher habe ich jetzt mit dem gleichen Bohrer vorgebohrt, mit dem ich später die Löcher bohren werde. Mein Gott, war das jetzt schwierig. Das ist auch später mit diesem Plastikschablon überhaupt kein Problem, weil mit diesem Bohrern greife ich das ja nicht links und rechts an. Ich rühre ja dann nicht wie bei Teig rum, sondern ich gehe ja schön senkrecht rein und dadurch passt das. Und jetzt habe ich bloß probiert, ob der Taster überhaupt in diese Schablone passen würde, also groß genug ist. Und jetzt kommt so der erste Versuch. Ich habe ja keine Erfahrungswerte damit. Ist ja alles neu erdacht, alles neu irgendwo zusammengestellt und zusammengefriemelt jetzt hier. Wo setze ich denn das alles hin? Ich habe das zwar damals auf der Folie so halbwegs aufgezeichnet, habe ich so orangene Punkte drauf gemacht und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich überlegt, mein Gott, wie setzt denn das jetzt? Ich möchte hier nicht anfangen mit grünen Tastern, mit roten Tastern, mit gelben Tastern. Nee, das soll schönes Aussehen sein. Es sollen weiße Taster werden auf weißer Linie mit weißen Schablonen und mit weiß aussehenden LEDs. Also es soll irgendwo alles passen. Natürlich kommen später farbige Linien drauf. Das habe ich jetzt noch nicht, wo bestimmte Teile markiert werden, wo ein Tunnel ist, wo eine Brücke ist und alles sowas. Das soll natürlich auch markiert werden. Sonst steht man vor diesen Linien und sagt, aha, was ist jetzt hier eigentlich wo? Ja, und jetzt habe ich mir das ausgedacht, dass ich immer von der weichen Mitte, das heißt, wenn ich das so an habe, also 1 bis 1,2 Millimeter, Zentimeter, hingemacht habe. Jetzt habe ich hier einen kleinen Sprung dran gehabt, jetzt mache ich an der Wendel das hinten drinne. Und weil ich bin ehrlich, bei den ersten zwei Löchern, da habe ich mich ziemlich dämlich angestellt. Man sieht, sie sind auch so ein bisschen ausgefressen, aber es passt. Also sie sind völlig in Ordnung, da ist nichts irgendwo nahe zu sehen. Aber es sah halt ein bisschen seltsam aus. Man sieht es auch in der Unterlage. Ich habe das später nachher noch anders gemacht. Ich habe da zwei Hölzer drunter gelegt, sodass ich immer sozusagen hohl unten rauskomme. Was ich normalerweise bei Holz nicht mag, weil dann franzt das aus. Aber hier bei dieser Platte, da franzt nichts aus unten. Das geht wunderbar. Und jetzt seht ihr schon, ich gehe da wirklich senkrecht rein. Jetzt bin ich gerade mit dem 6 mm Bohrer zugange, wo die LED-Spritter reinkommt. Klingt ein bisschen komisch, wenn ich sage 6 mm bei einer 3 mm LED. Aber ihr habt es ja gesehen, es sind ja diese Dual-LEDs, die haben diese drei Fädchen unten dran und die sind natürlich breiter als der Kopf. Und da ich nicht weiß, wie ich die wirklich unten drehen will, habe ich natürlich das Loch entsprechend groß gewählt. Und es ist ja alles innerhalb der Schablone, das passt ja alles irgendwo. Jetzt seht ihr, dass ich das reingemacht habe. Ich habe jetzt erstmal auch nur die Platte liegen auf dem Tisch. Ich habe noch nichts drumherum gebaut. Und das macht sich wunderbar. Ich habe das so ein bisschen da befestigt, ein bisschen mit diesem Greppklebeband da festgemacht. Hier musste ich auch feststellen, dass man da, oder in dem Fall, ich habe Billiges da. Ich habe jetzt von 3M. Das 3M eignet sich hier deutlich besser. Es klebt sehr, sehr gut beim Festmachen. Es ist nichts verrutscht. Und ich hole auch mein Masking Tape nicht wieder runter.
Wasser. Ja, das kann auch passieren, wenn das Band zu stark klebt und ich rupfe und dann hole ich mir die ganzen weißen Linien von der Platte. Das sieht natürlich entsprechend doof aus und das will ich nicht. Ja, also deswegen, das Klebeband ist eine sehr wichtige Wahl dabei gewesen und ich jetzt wollte keine Werbung machen oder sowas, aber ich fand das halt, ging am besten. Hier sehen wir diese kleinen Blenden. Ich glaube, wir haben sie vorhin schon mal gesehen. Hier sehen wir jetzt diese kleinen Blenden, die kommen dann so drauf. Die haben an den Seiten so kleine 3 mm, 5 mm glaube ich, ist mein Masking-Tape. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das wirklich, es endet genauso breit, wie die weiße Linie ist, so dass ich das, wenn ich das nachher drauf bringe, dass du lediglich so eine Optik hast, wie so ein kleines Signal irgendwo. Das war so der Gedanke dahinter von diesen kleinen Blenden. Und ihr seht es jetzt, ich habe das immer wieder festgeklebt, macht sich wunderbar. Und die Löcher, die sitzen auch sehr, sehr gut nebeneinander. Die haben teilweise nur 0,5 mm Abstand zueinander. Also dieser kleine Steg zwischen den beiden Löchern, der bleibt bestehen. Außer ich habe mal ein bisschen schlampige Brot, das passiert auch. Aber das war nicht weiter schlimm. Es hat trotzdem sehr, sehr gut reingepasst. Es hat alles sehr gut aneinander gepasst. Und aber auch das hat seine Zeit gedauert, ja. Also wenn du da ein bisschen vernünftig arbeiten möchtest, dann musst du da auch ein bisschen gucken, dass das alles irgendwo passt. Da habe ich auch durch die Löcher, wenn ich dann die Schablone aufgesetzt habe, die Bohrschablone, bin ich mit dem Bastelmesser rein und habe das Masking Tape außen angeschnitzt, weil ansonsten passiert es ja so, dass wenn du jetzt da reinbohrst, dann zieht sich das Band um den Bohrer drum rum und ich habe es gleich mal wieder runter von der Platte. Deswegen alles schön vorher angeschnitten. Also hier ist wirklich Zeit, das, was man sich nehmen sollte. Hetzen, eilen bringt dir gar nichts. Hier musst du einfach Zeit lassen. Dann wird es auch irgendwo vernünftig. Eine kleine Herausforderung, muss ich immer sagen, sind die Dreier- oder die Dreiloch-Schablonen, habe ich ja geschrieben. Dreier-Schablonen habe ich es immer genannt. Die müssen auf relativ kleinen Platz, ihr seht es gerade, die praktisch immer die Diagonale bilden, wenn ich von einem Gleiswechsel drin habe. Und da muss dann doch die relativ große Schablone drauf, weil ich sage mal ein Taster und zwei LEDs links und rechts, das braucht seinen Platz. Aber ich finde die Lösung jetzt, dass es genauso reinpasst, das hat sich schon irgendwo lind. Hier seht ihr übrigens gerade, wo ich den Schlitz mache, dass sich das nicht abhebt, dass ich das, später habe ich es anders gelöst. Hier habe ich das komplett eingeschnitten vorher, später habe ich es beim Draufkleben und bin dann so um diese Radien da drum rumgegangen, habe das dann reingemacht. Aber das sind so Sachen, die macht man irgendwann mal, so mit Erfahrung irgendwann, je mehr man von diesen Dingern da gebohrt hat und gemacht hat, umso mehr hast du da eine Routine drin. Ist aber auch, glaube ich, irgendwo normal und auch gewollt. Und was heißt gewollt? Normal ist das. Ja, so Lerneffekt drin. Sollte man zumindest haben im Leben. Ja, nicht immer, aber immer öfter sollte man einen Lerneffekt haben. Hier sieht man es jetzt. Die drei Löcher sind drin. Hier haben wir die Platte von unten. Ich denke, das geht. Da ist nichts ausgefranst. Da ist gar nichts passiert irgendwo. Jetzt habe ich hier mir Leisten schneiden lassen aus dem gleichen Material. Das heißt, wo ich die Platte bestellt habe, habe ich mir auch die Leisten sägen lassen. Die haben wirklich exakt da, ich sagte 1,7 mm soll das Ganze werden, wunderbar gesägt. Und die klebe ich jetzt sozusagen als Kante ringsrum. Es ist wie so ein Kasten, der nachher aufgesetzt wird. Und das Ganze mache ich jetzt hier mit zwei Komponentenkleber, den habe ich mir da angerührt. Ist ein bisschen eine Sauerei. Was ich später festgestellt habe, dass auf diesen Hartschaumplatten, wie ich sie ja verwende, ganz, ganz wunderbar sich mit Sekundenkleber, mit flüssigem Sekundenkleber arbeiten lässt. Ich habe da ein bisschen probiert, deswegen sage ich extra flüssigen. Ich habe mittelfest und flüssig und habe mit allen dreien das mal ausprobiert und da ist mir aufgefallen, dass das mit dem flüssigen tatsächlich am besten geht, weil der so leicht runterzieht und die Sauerei, hier sehen wir es jetzt gerade, weil die Sauerei, die ist einfach am geringsten. Wenn du festen hast, der quitscht dann so raus und das ist auch nicht schön. Und das passt schon. Hier habe ich jetzt Stege reingeklebt. Und zwar deswegen, wenn ich ja auf die Tasten drücke, das ist ja eine Hartschaumplatte, dann würde die sich jedes Mal eindellen. Und deswegen habe ich so versucht, so logische Position zu finden. Ihr seht, wie schön das mit den Sekundenkleber gerade geht. Da unten muss man nicht ganz so sauber arbeiten. Und so, dass man drückt und man die Platte dellt sich nicht jedes Mal so ein. Und das sieht ja auch hässlich aus irgendwo, ne? Deswegen die ganzen Schläge rein. Und da habe ich auch eine ganze Weile überlegt, der freie Platz da oben rechts übrigens, wo ich jetzt gerade die Scharniere, die ich da gedruckt habe, reinschmeiße, das ist später der Bereich, wo die Beleuchtungssteuerung reinkommt. Das heißt, wo ich dann die einzelnen Knöpfchen drücke. Ich mache alles mit Tastern. Hier kommen keine Schalter oder Schiebeschalter ran. Alles mit Relais.
wo ich dann später bestimmte Beleuchtung einschalten kann für die Häuser, für die Straßenlaternen, für die Bahnhöfe, wie ihr das auch alle selber habt, also dass ich alles ein bisschen regeln kann irgendwo. Und ja, jetzt sehen wir gerade hier, wie ich Scharniere, die ich ausgedruckt habe, das sind also tatsächlich Scharniere aus dem 3D-Drucker, diese werden tatsächlich genauso gedruckt, da wird nichts zusammengesteckt, die sind sofort beweglich, wenn du die ausgedruckt hast. Und die habe ich vorgezogen gegenüber Metallscharnieren. Metallscharniere hätten mir überhaupt nicht zugesagt jetzt hier, weil ich sag mal, alles ist so aus schwarzem Kunststoff. Und nee, hätte mir nicht gefallen. Jetzt kommt von hinten noch mal so eine Versteifung dran, dass das Ganze, wenn man das hochhebt, ein bisschen stabiler ist, dass man da irgendwo auch eine Fläche hat, wo man das Scharnier nachher festkleben kann, weil auch das ist nur geklebt, da ist nichts irgendwie gesetzt worden mit Schrauben oder irgendwas. Also ist also alles geklebt. Jetzt habe ich hier ein bisschen Sekundenkleber, da habe ich ein bisschen zu viel. Also, ihr seht schon, das reicht völlig aus. Du setzt das da ran und das ist wirklich fest, das zieht runter. Und ich musste mal so eine Strebe da wegmachen, weil ich irgendwo eine zu viel gesetzt hatte. Das musste ich die abbrechen. Das war so fest, das ist super, lohnt sich auf ganzer Linie irgendwo. Und jetzt hier vorne in die Aussparung kommen dann die Scharniere rein. Immer noch ein bisschen Kleber. Man ist immer irgendwo, dass man sagt, ach, ein bisschen muss noch dran, dann hält es besser. Hätte auch vorher wahrscheinlich gehalten. Aber ist egal, ich habe es halt gemacht. Jetzt kommen die Scharniere dran, jetzt haben sie schon festgeklebt. Ihr seht, die funktionieren wunderbar, das klappt alles. Und ich würde sagen, mit diesen Bildern lasse ich euch jetzt alleine. Ich könnte zwar noch weitermachen, weil das Video ist schon als One-Take hier oder als eins fertig, aber ich lasse euch damit in Ruhe. Macht schön gut, bis nächste Woche. Dann zeige ich euch nämlich die Elektronik, wie alles eingebaut wird. Und da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, tschüss.